Überraschend ja, weil wir eigentlich nur erstmal mit dem Ziel reingegangen sind, dass wir ins Finale kommen wollen. Und dass Vorlauf und Halbfinale jetzt so gut gelaufen sind, ist natürlich für uns sehr erfreulich gewesen. Und Finale ist immer wieder ein anderes Rennen. Und dann haben wir eigentlich nur erstmal gesagt, so gut wie möglich die Regattastrecke runterkommen und dann gucken, ob eine Medaille rauskommt. Wir wollten Wettkampferfahrung zusammensammeln, damit wir in Varese dann auch gegen die anderen beiden, gegen Lena Müller und Anja Noske, gewappnet sind.